Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad in der Ranger Garage. In diesem Video wollen wir auf das Thema Euro 6 Abgasnorm beim neuen Ranger eingehen. Jedes neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland braucht mittlerweile Euro 6 Abgasnorm. Das ist Pflicht, Euro 5 bekommt man gar nicht mehr zugelassen. Und um diese Euro 6 Abgasnorm zu erfüllen, gibt es das sogenannte AdBlue-System. Also das ist diese Flüssigkeit, die zusätzlich eingespritzt wird, um die Abgase zu säubern. Und auch der Ranger ist davon leider nicht ausgenommen. Also der hat auch die neuen, wie der zum Beispiel, der hat auch Euro 6, hat auch dieses AdBlue-System. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Tank, der im Fahrzeug verbaut ist, der über den Tankdeckel befüllt wird. Und in diesem Video wollen wir das einfach mal kurz ein bisschen demonstrieren, wie das funktioniert und einfach mal kurz drüber sprechen. Also das System sieht so aus. Wir haben, mal schauen, ob wir das mit der Kamera drauf bekommen. Verzeihung, wenn jetzt gleich die Kamera ein bisschen zicken macht, aber wir sind leider keine Filmprofis. So sieht es genau aus. Also wir haben auf der linken Seite das EasyFuel-System, das heißt für den Diesel, und auf der rechten Seite ist das AdBlue-System. Das heißt, wir haben hier einen Verschluss, wo dann letztendlich dieses AdBlue eingefüllt wird. Und das kann man in Kanistern kaufen, kann man aber auch, gibt es an der Tankstelle, gibt es richtige Zapfsäulen für dieses AdBlue-System. Und beim Ranger hier fasst es 20 Liter, passt in diesen Tank rein und es hält um die 15.000 Kilometer, halten diese 20 Liter. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Fahrweise. Und also die Werksangabe von Ford reicht zwischen 3.000 und 17.000 Kilometer, was diese AdBlue je nach Fahrweise, so lange wie dieser Tank hält. Ist aber sehr schätze, also realistische Zahl ist sowas um die 15.000. Wir haben selber auch noch keinen AdBlue-Tank von einem Euro 6 leer gefahren. Also, und weil so lange gibt es die mit Euro 6 einfach noch nicht. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist überhaupt keine große Sache. Also man stellt sich das schlimmer vor, als es ist. Aber es ist im Prinzip wie wenn man Scheibenwischwasser auffüllt von dem Motorraum. Man muss das halt alle 10.000, 15.000 Mal machen. Also das ist jetzt keine schlimme Sache in dem Sinn. Und ja, es ist leider so, dass wenn dieser Tank leer ist, dass das Auto dann Probleme macht. Das heißt, es fängt bei, wenn die Reichweite nur noch 5.000 Kilometer beträgt, das ist jetzt aber Werksangabe, also das haben wir aus eigener Erfahrung noch nicht herausgefunden. Wenn die Reichweite des AdBlue-Tankes noch 5.000 Kilometer beträgt, fängt ein Warnlicht an, innen zu leuchten. Und es ist tatsächlich so, wenn kein AdBlue mehr drin ist, springt dieses Auto nicht mehr an. Das ist leider wirklich so. Aber es ist so, dass wenn es läuft, läuft es auch ohne AdBlue weiter. Das heißt, ich fahre meinen Tank theoretisch leer und dann läuft es so lange, bis ich es ausmache. Und wenn ich es dann aber wieder starten will, das Fahrzeug, dann springt es nicht mehr an. Und aber letztendlich er warnt rechtzeitig vorher und wer fährt schon auf einmal 5.000 Kilometer am Stück, das macht ja keiner. Und dieses AdBlue ist ja überall zu bekommen und es ist auch nicht sonderlich teuer. Und also ist jetzt keine schlimme Sache in dem Sinn. Und ja, ich hoffe, man konnte ein paar Informationen gewinnen aus diesem Video. Das war nur so eine ganz kurze Information zu diesem AdBlue-System. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.